Hallöchen, herzlich willkommen. Ich bin's, euer Christian. Und heute spielen wir mal wieder ein kleines Spiel hier bei games.de Let's Play. Und heute habe ich mir überlegt, okay, worauf habe ich Lust? Wir spielen mal ein bisschen was Ruhigeres, mal was Strategisches. Mal wieder ein Browser-Game. Und zwar spielen wir heute Die Stämme von InnoGames. Dazu gehen wir natürlich wie immer auf games.de, eurer Videospielseite des Vertrauens, in die Suche und geben ein Die Stämme. Und da sehen wir es sogar schon ganz, ganz oben. Da ist es. Klicken drauf und zack, da sind wir auch schon. Ich muss ein bisschen aufpassen mit meinem Mikro. Sonst habt ihr ganz doofe Geräusche auf euren Ohren. So, hier seht ihr das Spiel. Kennt ihr alles schon. Und wir klicken auf Jetzt kostenlos spielen. Und da sind wir schon. Ich muss mich noch schnell anmelden. Nee. Nudel. Das ist natürlich wieder games.de. Passwort ist. Nochmal. Okay. So. E-Mail ist natürlich meine altbekannte c.binder@games.de. Darunter könnt ihr mich auch immer erreichen und mir gerne auch Fanpost schreiben. Wir akzeptieren natürlich die bekannten AGBs und danach lesen wir, dass man hier klicken soll, wenn man bereits angemeldet ist. Danke! So, okay. Nein, das ist der falsche. Nein, das möchten wir nicht sehen. Ganz blöd. So, games.de und dann natürlich das Passwort nochmal. So. Und los geht's. Jo, genau. Welt 88, da waren wir schon mal. So. Da sind wir auch schon. Tada! Und, jetzt muss ich gerade mal schauen. Nö, wieder keine Musik. Nee, doof. Okay, dann eben ohne. Wir spielen heute Die Stämme und legen dann auch gleich mal los. Herzlich willkommen. Wir haben einige Aufgaben für dich vorbereitet, die dir den Weg für deine ersten Schritte im Spiel weisen sollen. Du wirst lernen, Gebäude zu errichten, eine Armee aufzustellen und vielleicht sogar andere Dörfer zu erobern. Sobald du dieses Fenster geschlossen hast, findest du die Aufgaben links oben am Rand des Spiels. Okay, legen wir mal los. Zack. Da sind wir auch schon. So, ich gucke noch mal zur Sicherheit. Nicht, dass ich hier irgendwo doch die Musik ausgestellt habe. Ihr kennt mich, ich bin mal sowas paranoid. Nee. Na gut, dann eben nicht. So, komm. Nee, geh weg. Blödes Pop-up. So. Okay, zurück zum Spiel. Ja, da. So. Los geht's. Das ist unsere erste Aufgabe. Willkommen. Zur Einführung folge den Anweisungen, um die Funktionsweise des Spiels zu verstehen. Deine erste Aufgabe besteht darin, dein Hauptgebäude aufzurufen. Begib dich zum Hauptgebäude. Okay. Hauptgebäude, du bist mein Hauptgebäude. Ja. So, willkommen im Hauptgebäude. Zack, ja, abschließen, danke. So, im Hauptgebäude können neue Gebäude errichtet oder vorhandene Gebäude verbessert werden. Je höher die Stufe, desto schneller können neue Gebäude errichtet werden. Sobald dein Hauptgebäude Stufe 15 erreicht hat, bist du in der Lage, Gebäude aufzureißen. Sehr schön. So, also wir sehen hier, was haben wir denn eigentlich, meine kleine Bestandsaufnahme? Wir haben ein Hauptgebäude, Stufe 1, logisch, eine erste Kirche, okay, hoch, einen Versammlungsplatz, eine Statue, einen Holzfäller, eine Lehmgrube, Eisenmine, Bauernhof, Speicher, Versteck, Kaserne haben wir noch nicht, Stall haben wir noch nicht, Werkstatt, ja, okay, komplett ausgebaute Gebäude ausblenden.
Nö, brauchen wir auch nicht. Alle Gebäude einblenden, genau so. Genau. Games.de ist Dorf. Ja, lassen wir so. Weil, na, wobei, na, das S ist zu viel, das ist ja doof. Games.de ist Dorf. Das ist Games.de Hausen. So, Moment. Games.de Hausen. Ich weiß, dass man es so nicht schreibt, aber es ist besser zu lesen. So. Ändern. Yay, willkommen in Games.de Hausen. So. Was war denn hier? Ein würdiger Name. Ha, da haben wir, ohne es zu wissen, die Mission abgeschlossen. Mann, sind wir heute gut drauf. Attacke. Ja, abschließen. Ja, abschließen. Danke. Wie, Aufgabe. Doof. Egal. Was haben wir denn hier? Dein Benutzerprofil ist deine Visitenkarte für andere Spieler. Was für das Profil? Ja, nö, du, nö. Nö, nö. Kontakte knüpfen. Auf der Karte sind dir neben den Barrendörfern sicherlich auch die Dörfer aufgefallen. Karte, Karte, Karte. Karte. Hier, Karte. So. Sondern hier. Hier sind die anderen Dörfer, ja, da sind wir. Wir haben ganze vier Nachbarn. Wenn das noch eine? Okay. Was ist denn? Ah, das ist ein Barbarendorf. Okay. Da ist noch eins. Jo, nö, passt. Okay. Hier habt ihr nochmal eine schematischere Karte. Ja, da seht ihr, hier die grauen Punkte sind die Barbarendörfer. Die braunen sind natürlich eure. Der weiße seid ihr selbst. Ja, hier. Gut, okay. Nein, wir nerven jetzt niemanden. Die Produktion ankurbeln. Danke, baue dein Holzfäller aus. Der König braucht eine gesunde Wirtschaft. Damit auch dein Königreich in Zukunft wächst und gedeiht, solltest du den Grundstein dafür legen, indem du einen Holzfäller und eine Lehmgrube errichtest. Alles klärchen. Jo, okay. Wahrscheinlich Games.de Hausen. Ist das ein Speicher? Eine Kirche? Ah, da ist eine Lehmgrube. Da kann ich. Was sind die klassische Dorfe? Ah. Ja, nö. Die ist schon hübscher. Versammlungsplatz, ja. Also ihr seht, das hier ist ein ganz grundlegendes Spiel. Ja? Also, ne? Das ist noch so richtig oldschool. Mit ein bisschen Grafik. Okay, aber Leute, jetzt mal ernsthaft, wie baue ich? Schon das da drin? Nein, baue dein Holzfäller im Hauptgebäude. Ah! Okay, alles klärchen. Hauptgebäude, wo ist er? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da, Holzfäller. Ah, nicht vorhanden. Deine Holzfäller schlagen in den dichten Wäldern außerhalb deines Dorfes das massive Holz. Das wohl, ach so, ja, wissen wir. Wissen wir, wissen wir, wissen wir. Mich zurück, ich möchte einen Bauauftrag setzen. Ah, hier, bauen. Och, oder? Ja, hier, Minute 35 geht. So, bauen wir mal aus. Und die Lehmgrube bauen wir auch noch. Zack. So. Dum-dum-dum. Dum-dum-dum. Zack. Jo. Wo sehe ich denn eigentlich meine Premium-Punkte? Ist vielleicht eine doofe Frage, aber mal ernsthaft, wo sieht man die? Das sind's ja wohl nicht. Na, egal. Attacke, yo. Zack, so. Wir wollen ja wissen, was sehen. Nee, das haben wir schon. Weg, ich will die Mission nicht. Tada! Abschließen. Ah, Gebäude können neue Gebäude. Ach so. Nur wegen diesem grünen Pop-up hier lese ich das dann noch. So, was will er noch? Baue dein Holzfäller aus. Okay, damit wir in Zukunft genügend Rohstoffe haben, um Truppen zu rekrutieren, sollten unsere Produktionsgebäude weiter ausgebaut werden. Okay.
Holzfäller ausbauen. Okay. Lehmgrube ausbauen. Okay. Und Eisenmine. Okay. Also, Holzfäller ist der hier. Zack. Lehmgrube ist dieser hier. Nein, jetzt habe ich die Kirche ausgebaut. Nein, will ich doch gar nicht. Oder? Nein. Hä? Nee, stimmt doch. Ach Mann. Verwirrt mich doch nicht immer so, ihr Spiele. Ja, aber. Nee, doof. Okay. Nein, natürlich warten wir nicht. Jo. Zack. Zack. Und die Eisenmine natürlich noch. Zack. So. Was haben wir hier noch? Nee? Ah, Stufe 3 und Stufe 4. Zack. Ja, ihr seht's, ne? Die Bauzeiten werden schon länger. Zack. Dankeschön. Danke. Und den Holzfäller auf Stufe 4 natürlich. Zack. Wie halbieren? Ich will das nicht halbieren, ich will es sofort. Danke. Das ist ja ein Witz. Also das ist ja mies. Da, hübsch. Ich muss sagen, der Stil gefällt mir. Der Stil gefällt mir richtig, richtig gut. Das ist, also man sieht, das ist wieder so ein Spiel so für nebenher. Ja? Also hauptsächlich jetzt irgendwie 3 Stunden lang oder so.